Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Oliver Geldener. Und bei mir im Studio ist wieder unser Redakteur Frank Spade. Frank, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich freue mich. Und wir wollen uns über Essen im weitesten Sinne unterhalten, über Lebensmittel. Es geht jetzt aber, wir haben ja auch schon mal Sendungen gemacht, da ging es eher um die Ernährungsweise und warum es denn gut ist, darauf besonders zu achten für unseren Körper, für unsere Gesundheit. Ernährung ja ein wichtiger Bestandteil der Selbsthilfe. Jetzt geht es mal darum, wo holen wir denn die Lebensmittel eigentlich her? Also es geht so ein bisschen um das Einkaufen. Und zwar um das eine, das wird ja alle erstmal erfreuen, um das Kosten. Günstigere Einkaufen. Da hast du einige Tipps und Varianten, die du uns vorstellen kannst. Aber natürlich soll es ja gesund sein. Es soll möglichst regional sein, saisonal, Bio-Qualität natürlich. Und trotzdem geht das. Man kann ein bisschen sogar sparen und trotzdem tolle Sachen für sich auf den Teller zaubern, Frank. Aber jetzt erstmal zu dir. Du bist ja schon seit längerem auf diesem Trip, sage ich jetzt mal, dass du auf die Ernährung natürlich achtest. Ich glaube, das machst du schon seit 30 Jahren oder noch länger. Also bist du uns da allen weit voraus hier in der Help FM Redaktion. Erzähl doch mal ein bisschen was zu unserem heutigen Thema. Ja, ich habe da eine lange Entwicklungsgeschichte. Ich nenne das auch gerne einen Migrationshintergrund. Ich bin halt auch im Supermarkt angefangen. Und allerdings kann ich mich auch noch erinnern, als Kind mit der Milchkanne zum Kaufmannsladen gegangen zu sein und dort mir den Liter Milch in der Kanne abgeholt zu haben. Da gab es noch, also du bist noch richtig mit Oma und deiner Mutter zum Beispiel, ja, seid ihr ganz normal, da gab es noch einen Kaufmannsladen. Da gab es Kaufmannsläden und die Oma, die ist dann auch auf den Wochenmarkt gegangen und hat dann da ihre Hühner frisch schlachten lassen und dann fürs Wochenende nach Hause gebracht. Und ach, das war lebend damals noch. Mensch, wie in Asien heute, okay. Ja, ich kann. Das macht man heute so nicht mehr, okay. Genau. Gut. Günstig einkaufen ist so eine Sache, nicht? Hm. Man fragt sich immer, ja, gehe ich zu dem Supermarkt oder gehe ich zu dem Supermarkt? Ja, oder für mich ist im Grunde inzwischen der Punkt, nein, Supermarkt, außer vielleicht Bio-Supermarkt, ist für mich keine Option mehr. Oh. Sondern ich versuche, an die Erzeuger heranzukommen. Was natürlich auf dem Wochenmarkt eine Möglichkeit ist. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die du auf dem Wochenmarkt nicht so leicht kaufen kannst. Ob das nun Getreide ist oder Nüsse oder sonst sowas. Und da gibt es dann andere Möglichkeiten. Und was ich entdeckt habe und was mir sehr entgegenkommt, ist etwas, das nennt sich Food Coop. Food für Essen, Coop, Kooperation. Und wir haben eine Webseite, da kann man sich anmelden und wir haben dann Dienste eingeteilt und haben einen Katalog von Waren, die wir einkaufen können. Wir können einkaufen beim Bio-Großhandel, wir können einkaufen beim Bäcker, beim Imker, Kaffeekollektiv, also da haben wir verschiedene Optionen. Mhm. Und da machen wir unsere Bestellung, vorher muss man ein bisschen Geld überweisen, damit klar ist, das ist auch gedeckt. Und dann wird das von einer Gruppe, die in der Food Coop freiwillig arbeitet, bestellt bei den verschiedenen Erzeugern und dann am Donnerstag verteilt. Das heißt, es wird tatsächlich angeliefert ins Freiland. Okay. Ins Freiland. Wir haben dort einen Raum und dort wird es verteilt. Und da hat jede Gruppe so ihre Kiste stehen und dann kommen alle Sachen rein und dann hat man einen Code für die Tür, damit man dann auch reinkommt und dann kann man sich seine Sachen abholen. Das klingt spannend. Vielleicht nochmal ein bisschen, also wir sind jetzt hier, wir senden ja aus Potsdam, also sind jetzt hier in Potsdam, also vielleicht gibt es ja auch bei all den Hörerinnen und Hörern, die können ja dann im Internet mal schauen, auch so etwas Tolles vor Ort, egal wo auch immer, in Deutschland oder Europa oder auf der Welt. Okay, also Food Coop, ja? Ja. Hier in Potsdam, Freiland ist ja so ein Kultur- und Jugendgelände hier, am Potsdamer Hauptbahnhof, aber das ist jetzt erstmal egal. Also das heißt, da kann jeder Mitglied werden bei dieser Kooperation und wenn ich das richtig verstehe, besteht ja der Sinn darin, dass man Großbestellungen machen kann und dadurch ein bisschen Preisnachlässe bekommt, oder? Ja, wir als Gruppe machen die Großbestellung. Meine ich, also man sammelt. Wenn ich nur einen Liter Hafermilch haben will, dann werde ich ein Problem haben, weil der Großhändler es nur im Zwölferpack abgibt. Mhm. Also müssen sich dann noch welche finden, die restlichen 11 kaufen. Ich kann dann sagen, ich nehme von 9 bis 12. Oh. Und wenn dann jemand noch einen Liter haben will, dann hat er eine Chance, einen Liter abzubekommen. Und ich nehme dann halt nur die 9, die dann übrig sind. Oder ich nehme die 12, wenn keiner sonst was haben will. Also, ja, wird ja nicht schlecht. Da ist so ein bisschen Spielraum. Okay, das heißt also, wie ist denn das? Also wann machst du deine Bestellung? Immer am Wochenanfang oder?
am Sonntag oder Montag. So, da machst du eine ganze Liste, wo du denkst, was du brauchst. Ich weiß, was ich haben will, und dann kann ich in der Liste suchen und dann trage ich ein, wie viele Einheiten ich von dieser Sache haben will. Also es ist wie ein Katalog. Das ist wie ein Katalog. Also das, was es gibt, kannst du sehen. Ist ein Online-Katalog, ist nicht so hübsch aufbereitet wie bei den Versandhäusern, aber wir kommen damit klar. Wir müssen auch keine Bilder sehen, weil wir ja wissen, was wir haben wollen und was wir dann auch dafür kriegen. Okay, und dann wird das eben bei Biobauern oder wo auch immer, bei Erzeugern auch. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Und das sind dann eben auch regionale Erzeuger. Mhm. Das wird hier nicht durch halb Europa kutschiert. Ja. Und kostet das eine Mitgliedschaft im Monat? Oder? Nein, wir zahlen 3% auf die Erzeugerkosten. Und die Erzeugerkosten sind dicht an den Einkaufskosten, die auch ein Einzelhandel dann zahlen würde. Also da sparen wir schon. Aha. Ja. Und das andere, was ich für mich entdeckt habe, das ist nun wieder eine bisschen andere Geschichte, das ist ein Bauernladen. Aha. Ja, 5 Kilometer von mir entfernt ist ein Bauernladen. Und da kann ich am Sonnabend hinlaufen und kann dort Obst und Gemüse einkaufen oder Nüsse, ja, was er da gerade anzubieten hat. Aha. Und was eine interessante Erfahrung war, ich habe jetzt gelernt, wo der Begriff stille Nacht herkommt. Na, erzähl mal. Ja. Machen wir noch einen Weihnachtspodcast draus. Ja, auf dem Hof war eine Weide oder vor dem Hof war eine Weide und da waren viele Gänse. Und die haben immer rumgeschnattert. Mhm. Und am Tag nach Weihnachten komme ich dahin und da ist Totenstille, weil die Gänse alle tot waren und irgendwo auf dem Teller gelandet sind. Jetzt hast so stelle ich mir das vor. Jetzt hast du dir das zusammengereiht. Okay, kleiner Schlenker nochmal, unsere Weihnachtskunde. Also Food-Kooperation, das klingt wirklich spannend und scheint für alle Seiten auch gut zu sein. Auch für die regionalen Erzeuger, die dadurch natürlich gut an Kunden rankommen, an Interessierte. Wie viel sind denn da bei euch so? Was kannst du dazu was sagen? Wie groß ist das? Also nehmt ihr noch Mitglieder auf? Ja, ja. Dann ich denke, wir haben vielleicht jetzt welche dazukommen. So 40 Gruppen, das sind dann Familien oder. Warum sind das einzelne? Ach so, einzelne Gruppen, die machen jeweils die Bestellung. Die machen für sich die Bestellung. Ja. Wobei, die, was ich jetzt Gruppe nenne, ist zum Beispiel eine Wohngemeinschaft oder eine Familie wie oder ein Haushalt. Wie groß ist eine Gruppe? Ist das egal? Oder? Ich habe eine Gruppe, da ist eine Person drin. Das bist du selber. Ja. Also man kann in deiner Gruppe kann man da noch rein, ja? Na, in die Foodkorb kannst du rein. Weil um dann in deine Gruppe zu kommen, meine ich, oder wie läuft das da? Na gut, aber dann würde ich die Sachen für dich abholen und dir dann nach Hause bringen oder so. Ja. Oder du mir. Das wäre vielleicht nicht so geschickt. Ach so, ist egal. Gut, also jeder, der sich da anmeldet oder wie auch immer veranlagt ist oder wohnt, der ist dann... Der hat dann seine Kiste, wo er seine Sachen findet. Okay, und im Internet, wir werden das ja dann auch verlinken, da kann man sich den Katalog auch mal anschauen, damit man erstmal gucken kann, ob das was für einen ist, ja? Der Katalog ist da nicht öffentlich, aber du kannst dich da anmelden und du musst dann da nichts machen. Ja? Ich meine, dass man mal sieht, welches Angebot habt ihr. Das ist doch erstmal von außen sicherlich interessant. Ja, es ist nicht so ganz offensichtlich, weil der Katalog, der kann erweitert werden. Du siehst dann, was meistens gekauft wird und kannst dich dann da einklinken, weil da auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dann da auch die Bestellung voll wird. Aber du kannst dann auch noch tiefer gehen in den Katalog des Anbieters hinein und noch andere Sachen finden. Aber dann musst du selber dafür sorgen, dass dann auch das Gebinde wirklich zusammenkommt, damit er das dann auch liefert. Weil wenn das Gebinde 12 Teile hat und du hast nur 3 bestellt, dann wird er das nicht liefern. Naja, nee, ist schon klar, man muss dann die großen Mengen. Gut, also am besten sich das mal anschauen und dann anmelden und dann kann man sich dort weiter in die Food-Kooperation einleben. Eine tolle Sache, man sieht ja in unserer heutigen Zeit, geht es wieder so Richtung Kooperative oder Gemeinschaften oder früher nannte man sowas ja Genossenschaften oder so. Ne? Also das Einkaufsverhalten ein bisschen ändert sich, glaube ich. Weil was du erzählt hast, war ja ganz klar mit dem Wohlstand, gerade im Nachkriegsdeutschland und das kam ja aus Amerika, diese Discounter und die haben ja dann die ganze Welt erobert, weil sie eben wieder so bequem waren. Man fuhr mit dem Auto, mit dem großen Auto direkt vor den Eingang, ja, und konnte dort den riesigen Wocheneinkauf verstauen, ne? Und so hat sich das alles entwickelt und irgendwie merken wir ja alle, wir sind nicht so ganz glücklich momentan. Ja, wir sind ja jetzt in der nächsten Übergangsphase, wo wir nicht mehr mit unserem SUV zum Supermarkt fahren, sondern online bestellen und lassen uns dann von DHL, von Sklaven dann liefern. Ja, sicher. Unterbezahlt, Amazon Fresh oder so, um mal ein paar Namen zu nennen. Klar, und wir merken ja alle, das ist halt gerade so der große Umbruch, finde ich, der irgendwo da ist, auch geistig. Ne? Wir wollen wieder anders leben, ursprünglich ja dichter dran am Erzeuger. Das ist toll, dass es sowas jetzt schon gibt. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Was kannst du uns denn noch so berichten? Was nutzt du selber oder was ist dir aufgefallen?
Naja, was ich eine Weile genutzt habe, war dann auch die Tafel. Mhm. Und was mich überrascht hat, ist, ich hatte das jetzt nicht so abgespeichert, dass man eigentlich sehr geringe Zugangsvoraussetzungen hat. Wenn ich alleine lebe und ich habe ein monatliches Einkommen, Rente oder Hartz IV oder sowas von unter 1.086 Euro, bin ich qualifiziert bei der Tafel, kostenlos einkaufen zu können. Okay, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, man muss Hartz IV in dem Sinne haben, also Leistungsempfänger sein. Okay, gut. Naja, wenn du mehrere Personen im Haushalt hast oder vielleicht auch noch Kinder, dann sind das höhere Margen, die da... Gut, aber gut, also 1086, das ist schon mal eine Hausnummer. Das hat mich überrascht. Da kann man ja kostenlos dann auch Lebensmittel bekommen. Ja. Allerdings muss man sich da angemeldet haben. Und das ist Sonnabend, da kann man sich anmelden und muss man halt einen Personalausweis und einen Rentenbescheid oder sowas mitbringen. Und dann kriegt also Einkommensnachweis unter der Grenze. Und dann kann man da sich in die Schlange stellen und warten, bis man dann... Da sagst du was, wenn man nämlich dran vorbeifährt, sieht man, dass die Schlange erstaunlich oder, will nicht sagen erschreckend, aber recht lang ist und ich fürchte, sie wird nicht kürzer werden in der nächsten Zeit. Ja. Was gibt's denn noch? Was ich auch für mich entdeckt habe und sehr schätze, sind Unverpacktläden. Mhm. Ich habe vor 40 Jahren schon in Houston, Texas, in einem Bio-Supermarkt gearbeitet. Da hatten wir Tonnen mit losen Waren, die man so lose einkaufen konnte. Und im Grunde ist es das, was wir jetzt hier auch haben in Potsdam. Wir haben an der Zeppelinstraße 1, direkt am Luisenplatz, haben wir einen Unverpacktladen. Mhm. Und wir haben einen in Babelsberg in der Garnstraße 20, so an der Seitenstraße, einen kleinen dabei. Das ist ja so, da geht man ja einkaufen wie früher du mit der Milchkanne im Grunde. Ja. Also man bringt die Gefäße mit. Ne? Ja, aber im Grunde haben wir früher nur die Milchkanne mitgebracht und nicht noch irgendwelche Plastikgefäße, um dann andere Sachen sich da abzufüllen. Und da kannst du wirklich auch Verpackungsmaterial einsparen bzw. wiederverwenden. Und das finde ich schon sehr, sehr nützlich in diesen Tagen. Weil ja, aber im Grunde, wir sind das einzige Tier auf diesem Planeten, was konstant Müll produziert. Ja. Müll, was nichts nützt. Während was die Tiere an Müll produzieren, kann die Natur wiederverwenden. Naja, klar, das ist eben durch diese Vorratshaltung und so weiter. Und das Schlimmste ist ja die Entwicklung der Plastik. Ne? Also im Grunde das PVC, das haben wir seit 100 Jahren ungefähr, gibt es das ja, ist so kurz vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt worden, von Deutschen übrigens, weil sie nicht so an Erdöl rankamen. Ja, wir wissen ja alle, dass das eben nicht abbaubar ist. Ne? Wenn du einen Joghurtbecher eingräbst, den kannst du nach 500 Jahren mehr oder weniger immer noch unversehrt rausholen aus der Erde, weil die Mikroorganismen im Boden können den nicht zersetzen, so wie alle anderen Verpackungsmaterialien, die man ja nutzen könnte. Und das ist das Problem, da müssen wir natürlich auch dringend umkehren. Wir wissen ja, was in den Meeren los ist. Ne? Vielleicht brauchen wir da einen neuen deutschen Erfindergeist, dass wir da Mikroorganismen kreieren, die auch Plastik zersetzen können. Das wär's doch. Bakterien und Viren aus dem Labor, die Plastik fressen. Aber besser wäre wahrscheinlich, umzusteigen auf andere Sachen. Ne? Also zum Beispiel, man kann ja aus Hanföl auch so eine Art wie PVC herstellen, was wohl abbaubar ist. Aber gut, da bin ich jetzt nicht Chemiker genug. Aber davon mal abgesehen, aber diese Unverpacktläden sind doch schon so, du gehst ja schon mit deinen leeren Verpackungen in der Regel hin und kannst dir dort dann eben dein Kilo Haferflocken oder was du für dein Müsli brauchst, eben abholen und hast Spaß schon enorm an Verpackung. Ja, und das Erste, ist wie früher wieder. Das Erste, was ich tue, wenn ich da hinkomme, ich wiege meine Verpackung ab und schreibe das Gewicht auf die Verpackung. Stimmt, weil das wird dann abgezogen von dem Mehl oder von den Nüssen, die ich da kaufe. Richtig, ja. Unverpacktläden gibt es ja jetzt überall in Deutschland. Wir haben in Potsdam 2 momentan. Richtig, sind eine tolle Sache. Wir haben sogar in einer der Biokompanien in der Gutenbergstraße eine Abteilung unverpackt. Da kannst du auch lose einkaufen. Mhm. Das finde ich schon mal einen sehr fortschrittlichen Schritt für eine Bio-Company, was ja eine Kette ist. Genau. Und was ich bei einer Bio-Company auch zu schätzen weiß, ist, dass sie in ihrer Gemüseabteilung Sachen aussortieren, die nicht ganz hundertprozentig aussehen, wo sie sich denken, na, da wird vielleicht nicht jemand den vollen Preis für zahlen wollen. Und was sie dann für 50% abgeben. Und da kann man auch sehr schöne Sachen kaufen. Da kaufe ich wirklich manchmal Sachen, die ich normalerweise nicht kaufen würde. Zum Beispiel Kiwis, die hier ja nicht regional angebaut werden. Oder mal eine Mango oder so. Da kann man sparen, Teddy. Ne? Genau. Was hast du noch für Tipps? Ja, Reformhaus ist natürlich eine ganz alte Geschichte. Hat es ja schon lange gegeben. Haben wir nicht sehr viele. Wir haben in Potsdam eins im Bahnhof. Ist ein kleiner Laden, aber immerhin. Die haben frisches Gebäck, die haben sogar frisches Obst. Die haben einen Kühler, wo Milchprodukte drin sind und haben andere Sachen, die sie anbieten. Und die haben auch sehr
zivile Öffnungszeiten. Also da ist länger offen als zum Beispiel Meal Company, interessanterweise. Mhm. Ja, und dann finde ich interessant, ich hatte den Bauernladen ja erwähnt bei mir, aber auch Regioläden. Wir haben hier zwei Regioläden, einer in der Gutenbergstraße und wir haben in Babelsberg den Kellermann. Da ist ja das Café Kellermann und über die Kreuzung drüber, da ist ein Regioladen, wo man auch Gemüse einkaufen kann und andere Sachen. Regio für regional, ne? Das wird alles von den Erzeugern dort angeboten. Das sind Sachen, die aus der Region kommen. Das ist deren Anspruch. Hier in der Gutenbergstraße, die haben sogar eine frische Theke mit Fleisch und Wurstwaren. Deswegen gehe ich da nicht so gerne hin. Als Veganer, ja. Ja. So, hast du uns noch was zu Nahrungsmitteln? Naja, wir hatten letzte Woche eine Schlagzeile in den lokalen Medien, dass der Bäcker Exner jetzt im Sterncenter eine Filiale von seinen 40 Filialen für Brot von gestern anbietet. Slogan ist Gutes von gestern zum halben Preis. Das ist ja auch ein Riesenthema, ne? Also das ist ja immer schade, in den Bäckereien oft um 18 Uhr, 18.30 Uhr machen die häufig schon zu, ne? Und dann bleiben so viele Brote übrig. Man fragt sich immer, wo bleiben die? Also das ist eine gute Idee natürlich, das dort anzubieten. Das ist eine gute Idee und da gibt es noch etwas, wer digital affin ist, der kann sich eine App runterladen, die nennt sich Too Good To Go. Mhm. Zu gut, um es wegzuschmeißen, ja, vielleicht auf Deutsch übersetzt. Und da bieten verschiedenste Anbieter, lokale Anbieter, Sachen an, die sie am Tag nicht verkaufen konnten. Und da kann man dann abends hingehen und kann für einen halben Preis sich da noch andere Sachen abkaufen. Also das ist auch ein Tipp, diese App einfach mal runterladen. Ja. Und dann kann man hier vor Ort also schauen. Also Too Good To Go, in jedem Fall eine App, die man sich mal runterladen sollte und anschauen. Und da kann man nicht nur sparen, da kann man auch Gutes tun. Foodsharing gibt es auch. Gibt nicht nur Carsharing, sondern Foodsharing. Ne? Wie funktioniert das? Es gibt zum Beispiel im Rechenzentrum, in dem alten Rechenzentrum, wo Alternativprojekte auch jetzt tätig sind, gibt es einen Kühlschrank, wo es manchmal etwas zu holen gibt. Also ich habe da schon am Weihnachten zum Beispiel schöne Salate bekommen, vegan, mit Ablaufdatum 24.12. Das fand ich sehr kurios. Oder auch mal schöne Paprika, schöne rote, reife Paprika. Jetzt die letzten drei Tage war ich da war nichts. Also wie läuft denn das? Da ist so ein großer Kühlschrank? Da gehst du hin und nimmst dir, was du hast. Machst du auf und guckst, ist wie Lotterie. Und wenn jemand eben was nicht mehr braucht, also natürlich jetzt noch alles in Ordnung, Lebensmittel, ja, unversehrt, aber im Grunde sagt, ach, ich muss jetzt weg, ich bin gar nicht zu Hause, es würde mir vergammeln, dann kann man das in den Kühlschrank geben, weil man dort noch jemandem was Gutes tun kann und man muss es nicht wegwerfen. Es gibt ja Ehrenamtliche, die sich anbieten, von verschiedenen Anbietern die Sachen einzusammeln. Früher hat man containert, da ist man dann zu den Supermärkten hingegangen und hat die... Was natürlich widersinnig ist. Vielleicht kann die neue Ampelregierung da mal was dran ändern. Ja. Aber die Supermärkte schließen ja auch ihre Mülleimer ab. Von daher ist das gar nicht so einfach, daran zu kommen. Das war eine Zeit lang, war dieses Container ja mal sehr in. Aber das andere ist der elegantere Weg eigentlich. Ja. Ne? Also, dass sie das bekommen und dann dahin bringen. Ja. Ja, und dann kann man sich die Sachen da holen. Richtig. Also, Foodsharing auch. Also, das ist Foodsharing am Rechenzentrum. Dann gibt es interessanterweise an der Nute, direkt unter der Brücke, da stehen zwei Kühlschränke praktisch im Freien. Da kann man auch ab und zu mal was bekommen. Aha. Also das habe ich auch gestern erst entdeckt auf Zuruf. Aber da geht es eben darum auch, dass wir unsere Wegwerfkultur ein bisschen überholen und gucken, ja, was kann man denn damit noch machen? Das hat ja immer noch eine andere Ebene, eine Metaebene, wenn ich jetzt mal so sagen weil es geht ja nicht nur darum, oh Mensch, da kann ich jetzt hier für Umme mal ja, gucken, ob ich einen Joghurt ziehe aus dem Kühlschrank, sondern das soll ja das Bewusstsein auch erweitern, ne? Dass wir halt in diesem Massenkonsum häufig leben oder viele, die zu viel kaufen, zu viel konsumieren, achtlos wegschmeißen, weil es teilweise auch zu billig ist, dass es ihnen nicht wehtut, dann schmeißen sie die Sachen weg. Unter uns gesagt, ich meine, so muss jeder, finde ich, immer selber prüfen, Ablaufdatum, ja, ist ja immer nur ein Tipp vom Hersteller. Es wird häufig ein bisschen nach vorne gezogen aus rechtlichen Gründen, damit sie nicht verklagt werden können. Also man kann durchaus einen Joghurt essen, der eine Woche drüber ist. Man muss es einfach nur testen. Ja, will jetzt hier nicht sagen, sollte es alle machen und dann haben sie alle Bauchschmerzen. Nur ich finde, man muss es einfach nur immer wieder, so wie es früher ja auch war, also man guckt
guckt sich Lebensmittel an. Und heute gucken immer alles sklavisch. Oh, der Hersteller hat aber raufgeschrieben, 3. August, dann darf ich es ja am 4. nicht mehr essen. Ne? Ist doch Unsinn. Also das sind ja alles immer nur willkürlich festgelegte Datum. Ja, weil wir auch die sensorischen Qualitätskriterien gar nicht mehr kennen. Aber das meine ich ja, wir müssen wieder lernen, uns um uns selber zu kümmern, auf uns selber zu achten und auf das zu achten, was wir essen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Was eben noch ganz wichtig und da auch reinspielt, ist ja eben diese Selbstversorgung, Eigenversorgung. Klar, nun hat nicht jeder einen Garten, auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, aber es gibt auch andere Varianten, oder? Es gibt auch Gemeinschaftsgärten. Richtig. Und ein Gemeinschaftsgarten ist im Freiland. Mhm. Da kann im Grunde jeder sich einbringen, kann dort mitpflegen, da sind Hochbeete auch, kann da seine Sachen ziehen und natürlich kann sich da auch jeder dann bedienen. Da muss man dann vielleicht auch noch rechtzeitig da sein. Das ist wie eine Genossenschaft, ne? Es gab 2011 mal einen Versuch, es gibt ja so diese Bürgergelder, dass also die Stadt Geld für Initiativen bereitstellt, wo sie Bürger eine Mehrheit gebildet haben, dass sich da auch woanders sowas bilden kann. Leider, also sie haben Platz 25 erreicht und hätten Platz 20 erreichen müssen, um gefördert zu werden. Naja. Also die Öffentlichkeit war damals noch nicht so weit, dass sie es wirklich genug gewollt hätten. Aber was natürlich dazu gehört, ist, dass man von der Stadt vielleicht auch anders plant. Dass man nicht überall irgendwo nur Bäume hintut, die Laub aufwerfen, sondern vielleicht auch ein paar Bäume hinstellt, die auch mal was produzieren, mal einen Apfel oder eine Birne oder sonst etwas, was man dann auch gerne nimmt. Das waren ja früher die Straßenbäume sehr häufig als Obstbäume gepflanzt worden. Ja, gut, also das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp. Wer keinen Garten hat, kann sich versuchen, in solche Gemeinschaftsprojekte einzubringen und da auch nochmal an das selbstgesäte Radieschen oder so dann ranzukommen. Du bist ja auch, Stichwort Ernährung, im Ernährungsbeirat der Stadt Potsdam. Was macht ihr denn da so? Ja, ich bin da assoziiert, ich habe da keine Funktion. Aber der Ernährungsbeirat ist eine Initiative von Bürgern, von Ehrenamtlichen, die möchten, dass in der Stadt Einrichtungen lokal, regional und saisonale Produkte anbieten. Und das fängt an vielleicht mit einer Mensa in der Fachhochschule oder mit einer Mensa in der Klinik. Also jetzt, ich bin ja in Babelsberg auch in der Klinik, da arbeiten wir jetzt am Koch, dass er da vielleicht doch mal ein bisschen gesündere Sachen anbietet. Weil das Interessante ist ja, wenn ich ins Krankenhaus komme, ich kriege da nicht unbedingt Sachen vorgesetzt, die gesund für mich sind, sondern die Sachen, die ich immer schon gegessen habe und die vielleicht dafür gesorgt haben, dass ich überhaupt da bin, weil ich mir eine Zivilisationskrankheit zugelegt habe oder Übergewicht oder sonst was und Bluthochdruck habe und was weiß ich was. Oder auch an Schulen. Es wird schon darauf geachtet im Vergleich zu früher, aber es kann auch viel, viel mehr. Das ist eben eins, was wir als Ernährungsrat eben auch versuchen, dass in Kitas zum Beispiel, dass man da schon Gärten anbietet. Ich habe in Houston auch in der Kita gearbeitet und wir hatten unseren Garten für die Kinder, wo die Kinder auch schon ein bisschen gelernt haben, wie sowas funktioniert. Zum Beispiel. Wir haben im Volkspark haben wir einen Garten für Schulen. Da können Schulklassen hingehen und können sich angucken, wie sowas funktioniert und vielleicht auch daran arbeiten. Also es gibt Möglichkeiten, man muss sie kennen und man muss sie nutzen. Ja, Frank, toll, wo du überall engagiert bist. Und die Zeit, wie ich es ja auch schon angesprochen habe, ist ja gerade im Wandel. Und ich denke, die Sensibilisierung ist da bei vielen, vielen Menschen, die immer mehr überlegen, Mensch, vielleicht kann man doch anders leben. Hat ja auch zu tun mit dem großen Stichwort Entschleunigung, mit dem großen Thema Achtsamkeit, was wir ja auch schon podcastmäßig drin hatten. Und wenn man da das Bewusstsein umstellt ein Stück weit, dann ernährt man sich automatisch anders, dann bewegt man sich anders, dann lebt man anders, dann hat man einen anderen Zugang auch zu dieser Welt. Also wir werden das mit unserem Help-FM-Projekt natürlich auch weiter begleiten, diese Zeit. Finde ich toll, wie du dich so überall bewegst. Jetzt hast du noch was rausgesucht. Machen wir mal das große Thema Ernährung, was ja jeden angeht, weil wir müssen ja nun mal alle essen und trinken, solange wir auf dieser Welt wandeln. Du hast noch was rausgesucht, wo man zum Beispiel, Thema war ja auch, wie komme ich an gute, günstige Sachen ran, ne? Wie man sich zum Beispiel auch einkleiden oder auch seine Wohnung einrichten kann. Ja, da gibt es interessante Projekte. Da fällt mir Berlin ein, da gibt es eine Webseite, die heißt nochmal mit Doppel-L. Die wird von der Berliner Stadtreinigung betrieben. Die haben ein echtes Kaufhaus, wo man Sachen einkaufen kann. Die werden sogar auch online gestellt, wo man Sachen einkaufen kann, die andere Leute abgegeben haben. Ist irre, das ist vom Sperrmüll, ne? Meistens. Nein, die bieten an, in verschiedenen Stadtteilzentren an bestimmten Tagen, dass sie solche Sachen annehmen. Also ich habe da auch schon Sachen hingebracht
Und das ist dann gezielt genau dafür. Also okay. Die suchen das nicht aus dem Müll raus. Mhm. So läuft das jetzt nicht. Aber wo du gerade das so ansprichst, ein Tipp, den ich an der Stelle gerne noch geben möchte, ist, dass wenn ich irgendwie einen digitalen oder einen Elektromüll habe, den muss ich nicht auf die Straße stellen und warten, dass das dann vielleicht irgendwann eingesammelt wird, sondern das kann ich zum nächsten Elektrosupermarkt bringen. Die müssen das abnehmen. Mhm. Die sorgen dafür, dass es entsorgt wird. Da gab es ja jetzt so eine Änderung, ne, der Richtlinie, die müssen es annehmen, auch wenn es nicht dort gekauft wurde. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Also das alte Bügeleisen, den Toaster oder was auch immer, kann man dort abgeben. Ja. Und inzwischen, ich bin ja mit meinen 70 Jahren auch nicht mehr unterwegs und suche jetzt noch eine Frau oder so, da kommt das für mich auch nicht mehr so doll an, dass ich besonders schick und modern aussehe. Und ich kauf mir meine Sachen dann auch gerne gebraucht. Ja, und da denke ich, helfe ich auch. Da wird weniger weggeschmissen. Die Sachen kann ich mir dann auch angucken. Die sehen dann auch ein bisschen haltbarer aus, wenn die schon mal gebraucht sind, weil das sieht man denen ja dann auch an, was sie abkönnen. Nachhaltig. Ja, und ich spare Geld. Also Secondhand quasi. Das ist Secondhand. Machen aber auch viele. Du bist nicht der Einzige. Ja, natürlich. Da gibt es ja so Kleiderkreisel und dergleichen. Also in Potsdam haben wir die Oxfam, die machen das. Und da kann man auch Sachen hinbringen. Also die nehmen Geschirr, die nehmen Modeartikel. Ich habe mir da eine Gitarre gekauft bei Oxfam. Genau. Also auch hier noch mal ein hohes Lied des Gebrauchten, was wir hier singen wollen. Man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen, vor allen Dingen. Und das gehört dazu. Das entspricht natürlich der Logik des Kapitalismus. Der muss sich ja immer weiter erweitern. Davon lebt er. Aber nicht immer gleich neu konsumieren, sondern das, was da ist, länger gebrauchen. Ja, und dass man bei der Erzeugung auch darauf guckt, wie kann ich wirklich so erzeugen, dass ich weniger Schaden mache. Und ich denke, da können wir von der neuen Ampelregierung durchaus einiges erwarten. Also da ist was am Machen. Und es wäre natürlich toll, wenn die, und jetzt werde ich ein bisschen politisch dahin gehen würden, dass sie die Mehrwertsteuer genau umgedreht machen, dass die Produkte, die wirklich gut für die Umwelt sind, dass die nur die halbe Mehrwertsteuer haben und die anderen, wie Tierprodukte und Milch und sowas, dass die den vollen Mehrwertsteuersatz haben und nicht umgekehrt. Ja, soweit die kleine Steueranregung von dir. Wenn man die Politik mal beiseite lassen, auch da muss sicherlich der Druck auf die Wirtschaft sein, weil es ist natürlich für die Wirtschaft erstmal günstiger, weil wenn du Profit machen willst, dann ist es besser, wenn die Leute sich alle zwei, Stichwort Handy, ne? Alle zwei Jahre im Schnitt wechseln die Menschen ihr Smartphone, manche natürlich schon nach einem halben Jahr. Und das erzeugt ja auch immer wieder Müll, 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 ist aber gut fürs Geschäft. Ja, da gibt es ja auch Alternativen. Stichwort Fairphone. Ja, ich weiß, aber aus Materialien hergestellt werden, die recycelt werden können und was dann auch länger unterstützt werden soll. Aber das ist doch dasselbe, dass ich nicht immer nur das Neueste, weil es mir die Werbung sagt oder weil der Produzent sagt, hier, das musst du haben, sondern ne, auch da alternativ. Was aber dann dazu führt, das wird weniger produziert und es würde weniger Profit natürlich gemacht werden. Das gehört ja zusammen. Aber da kann man ja andere alternative Formen des Wirtschaftens finden. Wo du das gerade erwähnst, fällt mir noch etwas ein, sowas wie Mediamarkt. Die haben tatsächlich auch auf ihrer Internetseite eine Abteilung, wo du Sachen günstiger kriegen kannst. Die werden nicht so groß herausgestellt, aber das sind Sachen, die Leute zurückgebracht haben wahrscheinlich oder die Verpackung nicht hundertprozentig war. Zum Beispiel. Und die geben sie dann günstiger ab. Das muss man auch erstmal erkannt haben, dass es sowas gibt. Und dann findet man da vielleicht genau das, was man eigentlich sucht. Das ist ja das, was sie nicht so nach außen, wie du schon sagst, weil sie natürlich mit den anderen Sachen, mit dem tollen, schicken Fernseher mehr Geld machen. Aber sie bieten es immer mehr an und es scheint mir ein Trend zu werden. Ich meine, letztendlich, sie bieten es auch nur an, weil eine Nachfrage da ist. Also es ist ein Trend, wo man natürlich auch wo die Dinge sich umkehren und wo man eben günstiger wieder, was ist Thema unserer heutigen Folge, eben auch an Dinge rankommen kann. Oder im Internet gibt es das ja auch. Ne? Also klar, diese Retrade-Sachen oder Refurbished oder dergleichen. Einfach mal schauen und gucken. Also das vielleicht ist ja auch so unser Sinn unserer Sendung. Es gibt Möglichkeiten und die nehmen zu. Wir waren jetzt am Beispiel Potsdam, weil hier Frank in schicken Anzügen unterwegs ist und sich regional, saisonal ernährt. Vielen Dank für deine Tipps und Ratschläge und das eine oder andere werde ich mitnehmen und auch mal überprüfen. Klingt sehr interessant, alles kannte ich auch noch nicht. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, tun Sie es wie Frank, sage ich jetzt einfach mal. Seien Sie frank und frei und gucken Sie auch mal vor Ort, was es vielleicht in Angeboten gibt. Muss ja nicht nur in Potsdam sein, das gibt es ja auch an anderen Orten, da sind wir ja nicht führend. Da gibt es auch das überall woanders auch. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Oliver Geldener. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch wieder ein. Beim nächsten Mal. Ich danke auch. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.